Ja, wir erinnern uns an diesen großen Lauf von Timo Finnens gegen Romeo Testale. Das war im Jahr 2014, als Romeo Testale geboren lag und Timo Finnens dann mit seiner unnachahmlichen Wabe ab das Rennen hinten noch rausgerissen hat und dann mit 2,96 diesen Titel gewonnen hat. Joscha versucht das, aber das Feld nimmt das Tempo nicht so an. Mit der 143 und 144 Christoph Kester und Pascal Schleier. Und da geht man dann durch bei einer 57. Also, es geht in ruhigen Regionen. Das Ganze wird hinten entschieden und wir sind gespannt, wann die Top-Leute dann vorbeigehen. Also jetzt, der Kleiner, Frauner und Kessler, die beiden von der Elite. Sind ja vorne. Die gelben Trikot von der Elite Farbtex Nord-Schwarzwald. Einfacher deutscher Meister über 1500 Meter. Und Kissler und Kleier jetzt gegen den Wind. Marcel Fier kommt außen und jetzt kommt Timo Mielitz. Aber mit der 143, Christoph Kessler, der ist die Drohne. 1,55. Christoph Kessler, Timo Mielitz, Marcel Fier. Marcel Fier, der aktuelle deutsche Hochschulmeister der 500 Meter. Kann der das Ding heute reißen? Kann der gegen Mielitz gewinnen? Kessler, hier, hier kommt der Kessler! Und jetzt rein! Komm! 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 Komm!